Junkie? Hm. Hey, Junkie. Hey, Mann! Hast du ein paar Nyen? Ich brauch bloß ein bisschen Sakrozum vom Scheck da drüben. Klar, hier sind Fünfer. Danke, Chama. Wahrscheinlich ballert er sich nachher nur weg mit Drogen, der Penner. Oh, das sieht aus, als könnte ich da vielleicht nachher durch. Aber jetzt gehen wir erstmal in dieses tolle Gebäude. Und hoffen, dass wir die gute Lucy noch retten können. Nicht Lucy, die gute Coyote. Komm schon, Mann, lass uns Coyote finden. Einen Moment. Okay, ich bin bereit. Spannung schweigt. Die Royal Apartments. Du stehst vor den wohl heruntergekommensten Häuserblocks, die du seit langer Zeit gesehen hast. Hier gibt es nur wenige Straßenlaternen und ihr schwaches Licht flackert unsicher vor sich hin. Die meisten Gebäude sind beschädigt und beschmiert. Der Gestank von altem, verrottendem Müll und Dingen, von denen du nicht wissen möchtest, was sie sind, ist überwältigend. Es ist kaum überraschend, dass sich die Leute hier BTLs zuwenden. Alles ist besser als das. Der Better-than-Life-Chip ist die neueste Droge auf dem Markt. Du brauchst kein gutes Leben, slotte einfach das von jemand anderem, lebe ihr Leben und zerstöre dabei dein eigenes Gehirn. Der Haupteingang zu den Apartments ist nicht einmal verschlossen. Das Erste, was du hörst, als du hineingehst, ist der Schrei eines Junkies nach einem neuen Fix. Es ist Zeit, Coyote zu finden und herauszufinden, was sie über die Nacht weiß, in der Sam starb. Die Royal Apartments, was für ein Loch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für Coyote gewesen sein muss, hier aufzuwachsen. Paco verstummt. Ein Drecksloch voller Junkies. Sieht so aus, als würde Stevie J Geld für ihre Mieten und ihre Sucht einstreichen. Wenn Coyote hier ist, müssen wir uns beeilen. Sie ist gut, aber naja, diese BTL-Typen zahlen gut für Informationen. Womöglich wussten sie, dass sie hierher unterwegs ist. Mal gucken, was wir hier alles abgreifen können oder Jungs Leute treffen, befragen können vielleicht. Psst, hey du! Die Frau kratzt sich nervös im Gesicht. Bitte, ist ein paar Nyen für mich? Nee, ich sollte wohl mal nachfragen. Auf meinem Credstick ist auch nicht mehr viel. Was kannst du mir denn als Gegenleistung anbieten? Ich hab nichts, was ich dir geben könnte, Mann. Es geht alles für BTLs drauf. Alles. Bitte, nur ein paar Nyen. Vielleicht kann ich dir was für Informationen geben. Hast du eine Frau gesehen, die heute hier reingekommen ist, bewaffnet und auf Ärger aus? Ja. Nein! Zum Teufel, was willst du hören? Ich sag dir alles, egal was. Ich flehe dich an. Sie geht auf die Knie und fleht dich an. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Du solltest verschwinden, solange du noch kannst. Aber das macht doch keinen Sinn. Die BTLs sind hier. Ich brauche nur etwas. Sie kollabiert, wimmert und ist völlig aufgelöst. Je, oh je. Die gehen ja ab hier, hey. Mehr von denen? Oh, das ist natürlich ein sehr interessanter Hinweis. Wir hier irgendwas finden? Im Müll? Nein. Dann schnell hoch zu dem coolen Typen. Trauriger alter Mann. Mit halbgeschlossenen Augen blickt er euch entgegen. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich will keinen Ärger. Immer mit der Ruhe, Opa. Ich will nur ein paar Infos, dann bin ich auch wieder weg. Oder? Mal schauen. Du hast hier einen echt hübschen Aussichtspunkt. Ich wette, hier entgeht dir nicht viel. Hast du heute irgendwas Besonderes gesehen?
Ja, an diesem alten Körper ist alles hinüber, außer meine Augen und Ohren. Es gab vorhin einen ganz schönen Aufruhr da oben. Stevies Leute sind ziemlich nervös. Dieses hübsche, junge Ding ist hier vorhin vorbeigeschlichen. Ganz wie ihr beide jetzt. Ich wusste sofort, dass sie nicht für BTLs hier ist. Keine Ahnung, wie sie nach oben gelangt ist. Aber es fielen deutlich mehr Schüsse als sonst um diese Uhrzeit. Das ist nicht gut. Ist sie wieder heruntergekommen? Nö. Ein paar von Stevies Leuten sind vorbeigekommen und haben gefragt, ob irgendwer was gesehen hat. Ich habe aber schön meine Klappe gehalten, jawohl. Wo steckt Stevie? Er hat den ganz oberen Stock für sich, hält sich für eine Art König hier. Im Moment ist sie meine einzige Spur. Kannst du mir helfen? Ihr wart echt nett zu mir, aber ich kann mich nicht mit Stevie J anlegen. Ich hoffe, das versteht ihr. Naja, lassen wir den alten Mann lieber in Ruhe. Das wäre ziemlich scheiße, den jetzt auch noch zusammenzutreten. Hey, hört auf, hier rumzuschnüffeln! Was ist das hier? In der Wand hinter diesem alten Schrank scheint sich ein Loch zu befinden. Schieb den Schrank aus dem Weg. Die Wand ist ziemlich baufällig. Durch ein Loch kannst du eine wackelige Treppe sehen, die nach oben führt. Aha, okay. Die Wand hier ist ziemlich baufällig. Durch ein Loch kannst du den... Okay. Komme ich da irgendwie rein? Ich rede nochmal mit dem alten Mann. Da seid ihr ja wieder. Was wollt ihr jetzt? Bist du sicher, dass du nichts über dieses Treppenhaus weißt? Ich kann dir nicht helfen. Stevie J würde mich an seine Hunde verfüttern. Ach, scheiße. Ich will ihm ja nicht tun. Nichts wehtun. Hör auf mit dem Gebettle! Der Junge hat Schulden und die bezahlt er jetzt. Bitte, Riker, nein, er ist mein Sohn. Schwing deinen Arsch zurück in deine Absteige, bevor ich dir irgendwas breche. Ich kann ihn auch nach oben schicken. Willst du, dass ich ihn Stevie überlasse? Vielleicht nachdem er dieses Mädchen getötet hat, das wir gefangen haben? Du Schwein, gib mir sofort Zipper zurück, oder... Oder du blutest mir aufs Hemd? Zipper ist so gut wie tot. Beschaff dir ein neues Balg. Er bedeckt sein Gesicht mit Händen. Oh Gott, nein, bitte nicht. Wichser, dir trete ich jetzt die Scheiße rein, ja? BTL-Junkies zucken in den Fängen ihrer elenden Träume. Ein gelangweilter Mann steht bereit, um den nächsten Chip zu slotten, sofern das Geld reicht. Gucken wir mal ganz kurz auf den Computer hier. Hey, fass das nicht an! Okay, gut, dann rede ich erst mit dir, du Penner. Dich habe ich ja noch nie gesehen, Mann. Hast du irgendwas Besonderes vor? Ein Schrei hallt durch die Leitungsrohre der einsturzgefährdeten Wände. Es ist schwer zu sagen, wo er herkam. Was war das für ein Geräusch? Er lächelt, doch seine Augen bleiben kalt. Wer weiß? Könnte alles Mögliche sein. Wahrscheinlich hat irgendwer das falsche Ende eines Yakuza-Execution-BTL erwischt. Wir haben sie alle. Ich kann dich anschließen, wenn du möchtest. Ich muss in den oberen Stock. Ohne Stevie J's ausdrückliche Erlaubnis kommt da keiner hoch. Wie wär's, wenn du dir hier unten bleibst und dir ein bisschen Spaß gönnst? Du wirst mir helfen, da hochzukommen, oder es wird dir leid tun. Du lebst ganz schön gefährlich, du Idiot. Weißt du nicht, wer Mr. J ist? Er ist der Kerl, der Idioten wie dich als Fußabtreter verwendet. Aber Stevie J ist gerade nicht hier. Du hingegen schon. Wo ist der Penner? Wo ist denn der? Ja, super. Ich sehe den gar nicht. Hä? Wie kann der so schnell sein? Okay, komm. Ja, wie kann der so schnell verschwinden? Ah, da. Okay, Paco kommt auch nicht zu dem hin. Scheiße. Okay, komm. Scheiße, 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 scheiße. Hilfe, Hilfe. Ah, oh, scheiße. Das ist nicht gut.
Oh fuck. Schlag ihn tot. Den Wichser. Oh scheiße. Komm. Nein! Warum verfehlst du den jetzt auch noch, du Penner? Schlag ihn kaputt! Okay, und jetzt schieß ihn ab und dann gehen wir schnell. So, und jetzt weg. Gegnerischer Zug. Oh, fuck! Oh, fuck, voll schlecht. Shielding. Ja, schnell. Shielding holen und... Bam. Tja, Paco. Für dich gibt's keine andere Möglichkeit. Druff. Oder wir verstecken uns wieder. Oder verpiss dich, genau, versteck dich. Uah. Okay. Immer Feuer auf eine Person konzentrieren. Oh, scheiße, hat der viel Panzerung. Ist ja unglaublich. Mach ihn kaputt. Oh, ich hätte meine Sachen hier mal wechseln sollen, hä? Uah, okay. Okay, Trank muss als erster fehlen. Piss dich, du Wichser. So. Und du prügelst ihn jetzt zusammen von hinten. Okay, der hat keine Spezialfähigkeiten, der Typ. Oh, meine Herren. Warum rennt denn der Wichser weg? Ich lauf mal besser näher ran. Jetzt gucke ich mal, was es hier so gibt. Mhm. Machen wir mal. Naja, das hat's nicht so gebracht. Prügel den Penner in Grund und Boden. Los, mach schon, Paco. Oh, oh. Wo rennt der hin? Wo rennt denn der Penner hin? Jetzt schieß ihn um. Na also, geht doch. Ja, das ist schön. Da passiert aber nichts. Muss ganz kurz hier hin. Du greifst auf den Computer zu. BTL-Bibliothek? In der Datenbank gibt es eine Vielzahl von BTLs aus allen Themenbereichen. Von verstörend über traurig bis zu romantisch und abenteuerlich. Eine fröhliche BTL. In der Datenbank gibt es eine Vielzahl von BTLs. Oh. Aufnahmestudio. Einstellung für die Software des Aufnahmestudios. Studiosoftware neu starten. Das Sirren und Summen der Elektronik kommt plötzlich zum Erliegen. Hey, Riker! Wer bist du? Verzieh dich! Siehst du nicht, dass ich hier arbeite? Ich fürchte, du wirst im Gegensatz zu deinem Freund keine Vernunft annehmen. Das heißt, ich muss dich wohl leider töten. Nee, nehmen wir das andere. Hey, okay, Mann, bin schon weg! Zipper? Hey, Zipper, wer bist du? Ich weiß nicht, wer du bist, aber danke. Ah, das ist der Zipper, der andere Junge. Okay. Du solltest lieber eine Weile untertauchen. Hier geht gleich die Post ab. Uff, ich glaube nicht, dass ich mich bewegen kann. Kannst du vielleicht meinen Vater holen? Na klar, der ist ja gerade nur nebenan. Der ist ja hier nebenan, glaube ich. Hey, Simp. Das ist mein Zuhause, hau ab. Reg dich nicht auf, ich habe deinen Sohn vor diesen Kerlen gerettet. Dein Sohn. Ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Geh rüber und helf deinem Sohn. So kannst du mir danken, du Penner. Und wenn du irgendwas Nettes für mich hast, wär's auch nicht schlecht. Gegenstand Jazz.
Mhm. Bzz, bzz. Ah, die pennen jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, weil diese Geschichte sie aufgelöst hat. Oh, guck mal, da geht's. Wo geht's denn da hin? Was ist das? Ah, das ist der Ausgang nur da rein, okay. Das kann man da aufheben? Du findest ein paar Schnipselpapier mit ein paar Zeilen darauf. Passcode. Okay, da komme ich also weiter. Noch irgendwas hier machen? Okay. Naja, ich war ja nett und hab ihnen ja schon das Gehirn gebraten. Mit positiven Emotionen. Gut. Ich weiß nur, dass ihm hier niemand vertrauen würde. Der Kerl lockt echt üble Typen an. Wie kann man diese scheißblöde Wohnung aufmachen? Muss ja auch irgendwo gehen, aber ich will ja den Alten da nicht zusammenprügeln, das ist ja Quatsch. Würde ich sagen, nehmen wir den direkten Weg, ne? Okay, ich kann wieder was ausgeben. Karma verteilen. Ich habe das Gefühl, dass der Fernkampf jetzt gerade etwas nützlicher ist. Deswegen steigere ich den jetzt mal ein bisschen. Dankeschön. Und los geht's. So. Dann benutzen wir mal unseren kleinen Passcode. Die Konsole scheint zu dem Aufzug daneben zu gehören. Sie ist mit einem Ziffernblock und einer Gegensprechanlage versehen. Gib den Passcode ein. So, Wichser. Paco, komm rein. Es sieht so aus, als würde der Lift nur zum Penthouse fahren. Drücke die Taste für das Penthouse. Waldgeist, wenn wir da raufgehen, werde ich nicht verschwinden, bis wir Coyote gefunden haben. Drücke die Taste und fahre nach oben, anders geht's nicht. Das Penthouse. Stevie J's Penthouse könnte vor langer Zeit einmal schön ausgesehen haben, stilvoll sogar. Doch jetzt scheint das flackernde Licht der Neonröhren nur auf zerfetzte Möbel. Berge an Müll und Kisten, die wer weiß was enthalten. Dennoch, im Vergleich mit dem Rest des Gebäudes gleicht das Penthouse einem Palast. Der einzige Makel an diesem scheinbaren Luxus ist der Schmerzensschrei einer Frau, gefolgt von Gelächter. Jemand wird zum Vergnügen anderer gefoltert. Du wagst dich weiter ins Penthouse vor. Der Aufzug kommt zum Stehen. Ein Geruch wie von einem Kabelbrand liegt in der Luft. Okay. Okay. Sie sind hier! Shit. Okay. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir da vorgehen. Paco kann halt gar nichts, ne? Oh, klar kann der was. Der hat noch mehr Waffen. Oh Mann. Okay, cool. Blickfeld blockiert. Okay. Paco. Dann würde ich sagen, Paco, geh zurück. Was ist das? Ah, okay, da kann man dir auf die Sachen zugreifen. Cool. So. Dann lass mich mal bitte drankommen. Nein, 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 nein. Ich wollte drankommen. Oh, scheiße, ich bin zu weit nach vorne gerannt. Oh, okay. Ein Glück. Fucking Magier. Eine kratzige, manische Stimme schallt durch die Sprechanlage des Penthouses. Denkst du wirklich, du kannst hier einfach reinkommen und in meiner Bude rumballern? Weißt du überhaupt, wer ich bin?
Keine Sorge, ich weiß, wer du bist. Der Kerl, den ich heute umniete. Okay, jetzt müssen wir kurz gucken. Ich könnte natürlich auch einfach abwarten. Die Leute zu mir kommen lassen. Das wäre wahrscheinlich die bessere Idee. Ich laufe jetzt erstmal zurück und schieße dann einmal auf den. Geht gar nicht. Okay, dann laufe ich direkt rein um die Ecke hier und mache abwarten. Die Penner kommen nämlich. Ja, also Brief. So hatte ich mir das schon gedacht. Kommt schön brav alle hergelaufen. Jetzt schießen wir euch nämlich alle über den Haufen, ihr Wichser. Jetzt mal gucken, was ich da alles für Skills habe. Gar nichts. Toll. Ich dachte, ich habe mehrere Skills. Ma fuck. Na egal. Grund. Eins. Zwei. So, Paco. Dann machen wir einen Schritt nach vorne und schießt den Typen über den Haufen. Was haben wir hier? Zwei Angriffe mit geringer Chance auf kritischen Schaden. Kann nebenstehende Ziele treffen, verbraucht 6 Kugeln. Zwei Angriffe in einer Aktion, niedrige Genauigkeit, niedriger kritischer Schaden, verbraucht 6 Kugeln. Ah, das ist Flächenschaden. Okay, das brauchen wir jetzt hier nicht. Aber dich, Penner, machen wir kaputt. Oh, fuck. Okay, nicht cool. Grund, du stirbst jetzt. Scheiße! Okay. Ach komm, versuchen wir es mal mit dem Feuerstoß. Und zwar auf den. Scheiße. Okay, das hat nicht geklappt. Naja, dann machen wir jetzt mal den komischen Typen da kaputt. Oh, fuck, macht der Schaden. Jetzt kommen noch gleich mehr. Okay, jetzt wechseln wir mal die Waffe. Und slicen den Guten in Stückchen. 9 Schaden. 18 Schaden. Aber nein, ich kann nicht. Mit einer blutigen Gurgeln verabschiedet sich Stevie J von dieser Welt. Tja, Stevie J. Satz mit X, das war wohl nix. Du lädst mal nach. Und wir warten auf die anderen Penner noch. Na komm schon, kommen die nicht? Kommt schon, ihr Penner. Ah, ist mir jetzt egal, ich renn vor. Magier. Kommst du hier hin, Paco? Ja, du kommst bestimmt hier hin. Ah, wo bist du, scheiß Magier? Okay. Scheiß Magier ist da. Der will nicht um die Ecke kommen, hä? Huh? Der Pisser. Okay, dann warten wir noch mal eine Runde ab. Zaubert irgendwas? Okay, dann renne ich jetzt mal dahin und hau den. Fick dich. Ja. Stellen wir uns direkt vor ihn und schießen ihn über den Haufen. Keine Ahnung, ob das schlau ist. Yeah. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Was macht der? Der heilt sich. Und verfehlt. Sehr schön. So mag ich das. Und jetzt bist du tot. Und zwar mit 100%iger Sicherheit. Scheiß Magier. Okay, da sind noch mehr von den Pennern. Irgendwo. Da gibt's Munition. Wo sind denn da noch mehr? Ah, da oben, okay. Nee, Paco, dann geh du mal dahin. So. Können wir ein bisschen weiter sehen. Okay. Ran an die Buletten. Paco, schauen wir mal, wo du dich hinhocken könntest. Also hier gibt es scheinbar nichts, was wir machen müssen oder könnten. Deswegen geh du einfach mal dahin. Oh, da ist ein Höllenhund. Okay. Nein, scheiße.
ich habe doch, habe ich nicht irgendwie Fleisch von den Höllenhunden? Ja, wahrscheinlich habe ich das Chili und Poblano, okay. Cool, wir können auch einfach weiterlaufen. Hm? Und hoffen, dass die Viecher nicht rauskommen. Mhm. Ist das hier? Na scheiße, nachher ist sie da unten drin gehalten und sobald wir da hinlaufen, kommen die Höllenhunde raus. Aber trotzdem laufen wir erstmal so weiter. In der Hoffnung, dass wir weiterkommen, ohne dass die komischen Hunde rauskommen. Weiter geht's, komm. Ratzefatze. Zur Tür. Die Tür kann man nicht aufmachen. Na toll. Scheiße, was muss ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Shit, 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 shit. Kann man die Viecher nicht einfach umbringen? Aber irgendwie müssen wir hier ja weiterkommen. Gehen wir mal da hinten runter. Ja, gehen wir mal da hinten runter. In der Hoffnung, dass wir da nicht angegriffen werden. Eigentlich will ich mich mit den Höllenhunden nicht unbedingt abgeben. Ah, da kommt man auch nicht weiter. Fuck, okay, gut. Dann gehen wir halt doch dahin. Oder ist sie hinter den Höllenhunden? Oh, scheiße, die ist genau hinter den Höllenhunden. Okay. Ja, aber ich habe doch das komische Zebrafleisch gekauft. Da muss ich doch auch irgendwo bei mir mehr haben, oder? Lass mal kurz gucken. Eigentlich müsste ich doch das Zebrafleisch bei mir haben. Irgendeiner muss doch das Zebrafleisch bei sich haben. Scheiße. Können wir das nicht den blöden Viechern einfach hinwerfen? Schiebe das Zebrafleisch... Ja, genau. Die Höllenhunde verschlingen das Zebrafleisch in nur wenigen gewaltigen Bissen und geben meist ein zufriedenes Knurren von sich. Öffne die Tür. Greift ihr trotzdem an? Vielleicht auch nicht. Vielleicht schaffen wir es ja durch. What the fuck? Ja, genau. Hau sie zusammen, die Sau. Ich würde schon sagen, dass ich da durchrennen muss. Fatz! Cool, wir haben es geschafft. Jeha! Coyote! Jeha! Dann reden wir mal mit Coyote. Wird doch langsam Zeit, dass du hier auftauchst, Paco. Wen hast du da mitgebracht? So ein bisschen der Luke Skywalker-Spruch, ne? Jetzt gerade bin ich die Person, die dir den Arsch rettet. Ich verstehe das und ich danke dir. Coyote, wir müssen dich zurück in die Union bringen. Miss Kubota hat eine Krankenstation im Untergeschoss. Nein. Coyote spricht mit aufeinander gebissenen Zähnen. Nein, ich muss erst beenden, wofür ich hergekommen bin. Ich muss etwas für Mr. Delilah finden. Ein Geheimversteck voller Edelsteine. Delilah? Ich dachte, du hast gesagt, du würdest nie wieder mit dem Kerl zusammenarbeiten. Okay, Paco. Ich brauchte eine Ausrede, um hierher zurückzukommen und ein paar Schulden zu begleichen. Ich hab mir gedacht, ich könnte genauso gut dafür bezahlt werden. Ihre Stimme bleibt stark, aber ihr Körper beginnt zu zittern. Paco, hilf mir zurück in die Union. Ich suche die Edelsteine und treffe euch dann da. Coyote sieht aus, als würde sie widersprechen wollen, sagt aber nichts. Los, Coyote, lass uns verschwinden! Oh cool, ich kann auch mit dem Nichts reden. Oder doch nicht. Hallo, hehe, hallo ihr süßen kleinen Viecher. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier alles abgreifen kann. Falls es hier noch was abzugreifen gibt.
Irgendwas muss es hier ja geben. Ich habe so eine Vermutung. Ich weiß, wo wir eventuell hin müssen, um diese Edelsteine zu finden. Vielleicht doch unten beim Bettler oder so, ich weiß es nicht. Oder das hier ist der Hinteraufgang zu dem Haus vom Bettler. Nee, scheiße, hier gibt's absolut nichts. Das ist ja komisch. Das ist ja merkwürdig. Fluffy und Fifi und Fifi und Fluffy. Aber gut, dass wir nicht umbringen mussten. Die können ja auch nichts dafür. Die Höllenhunde. Dass sie Höllenhunde sind, sozusagen. Ich würde gerne hier in die Waffenkammer mal reingucken. Aber nix. Ich darf hier nichts anfassen. Ich würde gerne ein bisschen abräumen. Denn irgendwas muss ich hier doch finden lassen. Irgendwas muss ich jedoch finden lassen. Hier irgendwo in dem vermüllten Mülldingens. Aber hier ist nichts zum Anklicken. Also dürfte es auch recht schwierig werden, hier irgendwas zu finden. Hm. Das ist ja komisch. Alles ist hier einfach zugedüdelt. Oh, was liegt denn da? Hat der komische Penner etwas verloren? Der Passcode des verstorbenen Stevie J. Abbrechen. Nein. Wenn es hier ein Passcode gibt, dann kann ich ihn ja irgendwo... Ah, guck mal hier. Hallo. Scheiße. Autsch. Okay. Scheiße, jetzt hätte ich gerne irgendeinen Spezialangriff oder sowas. Ich habe jetzt natürlich keinen Dingens mehr dabei. Gut, Serrano, dann musst du halt sterben. Tut mir leid. Oder ich sterbe, wenn du zu stark bist. Autsch. Nee, das kriege ich auf jeden Fall hin. Autsch. Okay, hui. Weil wenn man zu wenig AP hat, dann kann man sich, glaube ich, nachher nicht mehr bewegen. Na, wahrscheinlich gibt es hier die Edelsteine, ha? Du findest einen kleinen Samtbeutel gefüllt mit wertvollen Edelsteinen. Ja, cool. Sehr nützlich, sehr nützlich. Gibt es da drüben dann auch nochmal Türen und Tore, die ich öffnen kann? Jetzt, wo ich den Passcode von dem Buben habe? Ja, cool. Dann gehen wir nochmal da rein. Vielleicht ergibt sich ja bei diesem kleinen Run auch doch noch irgendetwas für uns. Auf der Kiste liegen ein paar Nieren. Es ist nur ein Haufen altes Zeugs. Hm, verbessertes Medkit. Ja, besser als nichts. Gab's hier sonst noch irgendwas? Glaube ich nicht, ne? Ich glaube nicht. Nein, dann gehen wir jetzt zurück. Ist da denn hier gab's noch irgendwas? Nein, hier gab's auch nichts. Gut, dann nichts wie zurück in... Auf zur Seamstresses Union.